Heute ist das Thema offen und ich begrüße sehr herzlich den Marcel. Hallo Marcel. Hallo, wenn Sie bei 1&1 einen DSL-Vertrag abschließen, dann können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihren Anschluss schnell schalten und immer für Sie da sind. Hallo. 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 Hallo Manuel. Was ist dein Thema? Hallo. Hallo Manuel. Ja, mein Thema ist die größte Lüge, die der gesamten Menschheit erzählt wird, und zwar, dass die Erde flach ist, und dem ist nicht so. Ich sage, oder bin besser gesagt 100% davon überzeugt, dass die Erde eine Kugel ist und dass die Regierungen uns eine Riesenlüge auftischen. Hallo Manuel. Ich habe richtig verstanden. Du sagst, die Erde ist nicht eine Scheibe, sondern rund. Ganz genau. Ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Spinnst du? Nein. Willst du mich verarschen? Hallo. Hallo Manuel. Ja, ihr Lieben, die Erde ist nicht rund. Nein, dafür gibt es Dutzende Beweise, wenn man sich doch mal vielleicht den Kopf... Hallo Manuel. Das ist sehr gut, dass du das sagst. Dann würde ich dir doch mal empfehlen, vielleicht mal zu recherchieren, woher dieses Wort kommt. Na okay, aber ich bin also in die Richtung bin ich richtig, ne? Hallo Manuel. Nee, also ich höre dieses Wort eigentlich ungern, weil damit werden wir diffamiert. Also okay, weil du ja glaubst, du hast recht, dass die Erde rund ist. Ich weiß, dass ich recht habe. Hör mal, also ich weiß ja nun viel, was man immer wieder so liest über diese, ich sag's trotzdem mal das Wort, über diese Verschwörungstheoretiker. Ja. Manchmal kommt man da ja auch so ins Grübeln und denkt, naja, vielleicht ist da was dran. Aber so was Blödes habe ich noch nie gehört. Hallo. Naja, dann kannst du ja mal in die Bibel gucken, da steht das auch drin. Ja, in der Bibel steht alles möglich. Also entschuldige mal bitte, du musst nur mit dem Flugzeug fliegen, dann siehst du, dass die Erde eine Scheibe ist. Wenn du musst mit dem Schiff fahren, dann fällst du hinten runter. Hallo. Was es damit auf sich hat, da muss man sich einfach ein bisschen schlau machen, weil es ist einfach so, dass das Sichtfeld eines Menschen einfach eingeschränkt. Und da würde ich einfach jedem empfehlen, sich mal zu informieren. Nee, das hat was mit Perspektive zu tun. Ach, das ist doch albern. Wenn man sich eine Kamera kauft. Ach, das ist doch albern. Was sagst du denn einem Segler? Na, der fährt einmal hings herum so. Also der kreist praktisch einmal. Und was ist da drunter? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das ist mehr Spekulation, alles. Wer hat denn ein Interesse daran, uns zu verkaufen, dass die Erde eine Scheibe ist? Bibel. Ein Eisring ist da rund. Hallo Manuel. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Gute Überlegungen hast. Wir überlegen mal, ob wir nochmal... Nee, nicht Überlegungen, ich habe Erfahrung. Natürlich, du hast Beweise, ist mir völlig klar. Manuel, bis jetzt... Nee, das verarscht mich. Nein. Und für heute sagen wir mal Tschüss. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss, ciao.